Hallo und herzlich willkommen aus Dresden, aus der Energieverbundarena zum 29. Spieltag in der DL2. Die Dresdner Eislöwen haben die Heilbronner Falken zu Gast. Ja, Robin, Dresden aktuell Tabellenfünfter gegen einen abgeschlagenen Tabellenletzten. Die Tabellenkonstellation lässt vermuten, dass es relativ deutlich wird heute oder einfach wird für die Dresdner Eislöwen. Ja, aber wir haben selber schon gesehen, wie schwierig es gegen Heilbronn sein kann. Das erste Heimspiel der Eislöwen gegen Heilbronn ging auch denkbar knapp aus. Deswegen, auch wenn sie Tabellenletzter sind, die haben einiges auf dem Petto. Wir lesen das dann Ganze und werden unsere Fehler versuchen abzustellen. Sind natürlich für jeden Hinweis auch sehr dankbar. Ja, und sind vor allem auch lernwillig. Ah, dicker Bock da, der Dresdner Eislöwen in der Abwehr. Und Heilbronn nutzt die Möglichkeit und geht mit 1:0 in Führung. Ja, da war Hannibal Weizmann. Und Alex Höller waren sich dann uneinig gewesen. Und dann der Fehlpass. Ja, unglücklich muss man sagen, aber auch sehr, ich formuliere es mal nett, ungeschickt. Dresden muss versuchen, das Ganze gleich aus den Köpfen rauszubekommen. Ja, Torschütze der Gäste trägt die Nummer 92 und ist Richard Gelke. Umschüsse durch und wenn, dann ist Andrew Herr am Tor, der Falken noch zur Stelle. Jetzt ist Davidek gegen Schwarz. Ja, und dann kommt der, die 94 der Gäste. Ja, jetzt gibt's da ordentliche Rangelei. Ja, Robin, das ist genau das, was du jetzt in den letzten Spielen vermisst hast. Davidek gegen Eberhard müsste es sein. Ja, Davidek behaken sich dann noch. Brandon Cook liegt schon. Ja, da liegt auch ein Pärchen auf dem Eis unten. Weil ein Schwarz ist auf jeden Fall auf Seite der Falken. Ja, da setzen beide ganz gut nach. Der Linienrichter alleine schafft es nicht wirklich. Ja, und Eberhard geht da nochmal hin. Ja, setzen. Ja, und Davidek scheint den Fight verloren zu haben. Er hat kein Trikot mehr an. Ja, hat er sich gerade selber ausgezogen noch. War schon noch quasi auf 7:30 hing. Mal schauen, wer der andere Dresdner Spieler da unten ist. Liegt immer noch da. Ja, könnte Pat Baum sein, der ja normalerweise Verteidigungspartner von Petra Macholda. Ja, und würde zu ihm passen. Genau. Und die beiden haben sich vor uns im ersten Drill auch schon behakt. Ja, aber Ryan Schwarz lässt ihn auch gar nicht los. Ja, Ryan Schwarz teilt da viel Liebe aus. Ja, Linienrichter müssen aber auch klarer dazwischen gehen, jetzt beide auseinandernehmen. Ja, Pat Baum ist nicht, müsste Marcel Rottmann sein. Ja, genau so ist das. Der Kapitän der Dresdner Eislöwen und der provoziert dann auch gegen Ryan Schwarz. Der ist auch völlig von der Rolle, völlig außer sich. Ja, ich denke, das Ding ist auch noch nicht gegessen jetzt. Ja, jetzt bin ich gespannt, was der Schiedsrichter für ein Strafmaß geben wird. Ja, ich hoffe, er hat da das richtige Händchen dafür. Normalerweise für den Faustkampf von Davidek und Eberhard, was du gesagt hast, müsste 2+2+10 geben für Ausziehen der Handschuhe. Ja, und Rottmann jetzt mit Eberhard noch da im Wortgefecht. Ja, ist ordentlich Hitze jetzt hier drin im Spiel. Jetzt der Eberhard, der versucht da noch auf Rottmann loszugehen. Ja, ich gehe da auf die Strafbank. Ich bin gespannt, wenn beide Spieler nochmal zurückkommen sollten hier aufs Eis. Ja, wie gesagt, ich denke, das Ding ist noch nicht durch. Ja, sehe ich ganz genauso. Aber sowas haben wir ja, du hast schon gesagt, sowas haben wir in Dresden vermisst. Ja, und das könnte jetzt natürlich nochmal einen Impuls an die Mannschaft geben. Jetzt werden hier noch die Spielerausrüstung aufgesammelt von Petra Macholda. Der übergibt Trikot, Handschuh und Helm. Ja, Robin, lange, lange nicht gesehen hier in Dresden. Du hast es dir immer gewünscht. Ja. Ja, und ich gucke immer mit einem Auge auf die Anzeigetafel, aber noch ist keine Strafe angezeigt. Jetzt ist Fabian Dahlem da. Ja, Leinsmann. Mit seinen Spielern nochmal im Gespräch. Leinsmann ist auch schon bei Ryan Schwarz. Aber der ganz in Ruhe sitzt da noch. Ja, die Strafe wird nicht untergehen. Er ist auffällig gewesen aufgrund seines Goldhelmes. Ja, und dann macht er auch erst sich auf den Weg. Ja, da provoziert jetzt hier noch etwas die Fans. Ja, und bekommt eine 10-Minuten-Strafe hinterher. Unnötig dumm von Ryan Schwarz. Ja, Hauptschiedsrichter hat es gleich angezeigt. 10-Minuten-Strafe hinterher
für unsportliches Verhalten. Ja, und jetzt musst du mit einem Auge auf Fabian Dahlem gucken, der ist da richtig sauer. Ja, aber ich glaube dann eher sogar auf seinen eigenen Spieler für so eine dumme Aktion. Ja, Ryan Schwarz kann duschen gehen. Ja, Marcel Rottmann dann noch mit Beifall von der Strafbank der Dresdner. Ja, ja, hat sich Ryan Schwarz selber aus dem Spiel genommen, ist er selbst schuld, muss man ganz klar sagen. Ganz dumme Strafe, bin ich ganz hinter dir. Also, vielleicht ist es rübergekommen. Wild Schwarz 2 plus 2 plus 10 und nochmal plus 10. Und das ist automatisch die Spieldauer. Wild Schwarz kommt nicht zurück. Ja, Eberhard noch 2 plus 2 und Henry Martens ebenfalls 2 Strafminuten für übertriebene Härte. Ja, was hat Marcel Rottmann bekommen? Das habe ich überhaupt nicht. Tor für Dresden! Brandon Cook! Die ja übrigens jetzt in Überzahl sind. Und das genutzt haben. Und nutzen die Möglichkeit hier 1:1. Ja, aus sehr spitzen Winkel hat er da Andrew Herr überwunden. Ja, und den darfst du nicht so alleine stehen lassen. Brandon Cook lässt sich das nicht zweimal sagen und nutzt natürlich die sich gegebene Chance. Ja, der hat nicht umsonst die Spitznamen Sniper Cook. Ja, den unsere Freunde aus Bremerhaven ihm liebevoll gegeben haben. Die Dresdner wissen jetzt langsam warum. Ja, und er zeigt einmal mehr, warum er den goldenen Helm trägt. Hat somit sein 20. Tor erzielt. Ja, mit Dresdner Eislöwen. Wir sind stehen geblieben bei Marcel Rottmann, da habe ich die Strafe leider nicht gehört. Ja, und die Pässe auch ankommen. Und Brandon Cook natürlich der passende Abnehmer. Ja, der Ding auch verwandelt. Haben wir ja beim 1:1 Ausgleich gesehen. Rinkinen mit viel Geschwindigkeit, Gartnes mit, Rinkinen. Ja, und er macht alleine, was für ein überragendes Tor des Finnen Teemu Rinkinen. Und die Dresdner Eislöwen gehen zum ersten Mal in Führung 2:1. Schöne, klasse Einzelaktion. Ja, ich habe schon befürchtet, er passt wieder rüber, aber er macht es diesmal selbst. Alles richtig gemacht, in die lange Ecke, in den Winkel. Den kann Andrew Herr nicht halten. Da gab es schon das ein oder andere Tor im Eishockey, welches so gefallen ist. Heilbronn hält die Scheibe im Drittel drin. Und Tor! Tor für Heilbronn! Satter Schlagschuss von Jonathan Hardy. 2:2. Und damit ist die Partie jetzt wieder ausgeglichen. Gerade noch auf der anderen Seite sah es so aus, als wenn Alex Höller da Andrew Herr anschießen kann und zum 3:1 erhöhen kann. Und dann im Gegenzug gleichen die Heilbronner Falken die Partie aus. 6 Minuten vor dem Ende. 2:2. Der erste Schuss wurde noch gut geblockt von der Verteidigung der Dresdner Eislöwen. Und beim zweiten hatte dann auch Hannibal Weizmann keine Chance. Ja, damit brechen die letzten 10 Sekunden im Spiel an. Ja, und es riecht alles hier nach einer Punkteteilung. Kann die Dresdner hier vielleicht nochmal die Chance? Nein. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie hier nicht noch einen Konter kriegen. Ja, Dresdner mal richtig Glück gehabt jetzt. Punkteteilung auf jeden Fall in der Begegnung zwischen den Dresdner Eislöwen und den Heilbronner Falken. 2:2 und damit kann und wird Bill Stewart nicht zufrieden sein. Ja, gehe ich hier. Das ist einfach nicht der Anspruch der Dresdner. Bei allem Respekt gegenüber von Heilbronn. Und aber nee, der ist anders, dass weggeschickt wird. Jetzt der Kyle Helms, der noch mit auf dem Eis ist. Am Bulli. Scheibengewinn auch für Dresden. Rinkinen. An René Kramers mit auf dem Eis, nicht Pep Baum. Höller auf Rinkinen, schöne Passkombination. Rinkinen, Tor! In den Winkel oben rechts. Teemu Rinkinen sichert den Zusatzpunkt für die Dresdner Eislöwen, die damit mit einem 3:2 Sieg aus dem zweiten Weihnachtsfeiertag rausgehen. Ja, schöne Passkombination zwischen Höller und Rinkinen. Der legt sie quasi selber vor und haut ihn dann ins obere rechte Eck. Damit wird der finnische Kontingentspieler der Dresdner Eislöwen hier zum Matchwinner. Und ich denke auch heute zum Spieler des Tages auf seinen Ja, zu Recht. Ja, mit dem zwischenzeitlichen 2:1. Ähnlich, nur von der anderen Seite auch in den Winkel geschossen.
macht er jetzt hier in der Verlängerung den Zusatzpunkt perfekt. Ja, Teemu Rinkinen, Robin, hat mir heute wirklich gut gefallen. Viel gearbeitet, viel Speed aufs Eis gebracht. Und er hat heute hier den Unterschied ausgemacht. Ja, und er arbeitet sich natürlich so wieder einen Platz im Stammkader. Saß er zuletzt öfter auf der Tribüne. Ja, wird dann schwer werden für Wille Hämmerlehnen, wenn er wieder fit ist, hier in den Kader zurückzukommen. Jetzt schauen wir mehr auf Seiten der Heilbronner Falken. Ja, Andrew Herr, der Torhüter. Ja, kann man durchaus so geben. Hat gute Paraden gezeigt. Ja, sicherer Rückhalt. Und ich denke auch, da werden die Heilbronner Falken noch viel Freude mit ihm haben. Ja, und auf Dresdner Seite, wie du schon gesagt hast, Robin, Teemu Rinkinen. Bester Spieler, ja. Den Heilbronner Falken wünschen wir eine gute, sichere Heimreise. Den Falken von unserer Stelle aus schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, wir hören uns nicht mehr, also guten Rutsch. Ja, gucken wir noch kurz, wie es für Heilbronn weitergeht. Am 28. am Freitag spielen sie zu Hause gegen Bad Nauheim. Juli ist 20 Uhr. Und dann am 30.12., dem Tag vor Silvester, spielen sie beim sächsischen Rivalen der Dresdner Eislöwen bei den Eispiraten aus Krimmitschau. Also am Mittwoch im gegen Bad Nauheim, genau, und am Freitag dann gegen Krimmitschau. Ja, Entschuldigung, ich habe Freitag also gesagt. Du weißt, es ist Macht der Gewohnheit. Ja. Immer Freitag, Sonntag, du hast recht. Genau, so mit die Heilbronner Falken, also noch zwei Spiele bis Jahresende vor sich. Ja. Und Dresdner Eislöwen. Ebenfalls zwei Spiele noch vor sich. Am 28. in Frankfurt. Und am 30. zu Hause rundet man den Spieltag ab, den hessischen. Gegen Kassel geht es dann. 19:30 Bulli, übertragen wird die Partie natürlich wie gewohnt beim Eislöwen TV hier von uns. Ja, ansonsten würde ich sagen, Robin, wünsche mir noch einen schönen Rest Weihnachtsfeiertag. Genau, die Leute, die frei haben, genießen es frei. Ja, dann würde ich sagen, bis zum 30. hier aus Dresden, aus der Energieverbund Arena. Schönen Abend noch. Genau, ciao. Hey!